hat beim Kreier Jugendclub bei den Vorbereitungen vom CU Jugendfestival. Und wir schauen jetzt mal, was die anderen so machen. Die Vorbereitungen für das diesjährige Jugendkulturfestival CU sind im vollen Gange. Zum dritten Mal trafen sich das Organisationsteam, bestehend aus Gladbacher Jugendlichen und pädagogischen Mitarbeitern von CREA, Q1 und der Landesgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste Jugendkunstschulen Nordrhein-Westfalen, die das Abschlussfestival zur diesjährigen Verleihung des Jugendkulturpreises NRW ausrichten. Musik. 2014 findet das Festival zum ersten Mal in Bergisch Gladbach statt. Beim CU-Abschlussfestival mit feierlicher Preisverleihung präsentieren die Wettbewerbsteilnehmer am 19. September 2014 im Bergischen Löwen einen Tag lang ihre Ideen und Projekte. Im Bühnenprogramm, im Ausstellungs- und Multimedia-Bereich oder bei zahlreichen Kunst- und Mitmachaktionen. Welche Gruppe seid ihr? Das ist für das Making-of später. Ausstellung und Hip-Hop und Graffiti habe ich so. Gehört eigentlich zusammen. Wir haben schon ein paar konkrete Ideen. Die Jungs planen schon, wie die das umsetzen können mit der Farbe, wie die das finanzieren können und alles. Also wir sind für die Bühne zuständig, für den Empfang und die Betreuung von den Gruppen und für die Moderation und für die Technik. Kooperationspartner sind 2014 neben dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, die Kreativitätsschule Bergisch Gladbach und der Kreier Jugendclub sowie das Q1 Jugendkulturzentrum. Als Unterstützer engagieren sich die Stadt Bergisch Gladbach, der Rheinisch-Bergische Kreis und der Rotary Club Bergisch Gladbach. Das Orga-Team aus Bergisch Gladbacher Jugendlichen hat sich bei seinen bisherigen Treffen in Arbeitsgruppen unterteilt. Wer Lust hat, kann jederzeit noch in einer der Vorbereitungsgruppen einsteigen. Es gibt die Gruppen Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation des Festivals durch Film, Bild und Ton, die Gruppe Bühne inklusive Moderation, Bühnenprogramm, Bühnentechnik, Künstlerbetreuung, die Arbeitsgruppe MediaPoint, die sich um Video- und Medienpräsentationen kümmert, und die Gruppe Ausstellungs- und Mitmachaktionen. Übrigens mit einer fett geplanten Graffiti-Aktion. Und natürlich werden am Festivaltag selbst auch noch jede Menge helfende Hände gebraucht. Also, seid mutig und meldet euch bei Christoph Hövel. Oder kommt einfach zum nächsten Treffen im Kreier Jugendclub vorbei. Übrigens, Bewerbungen können nur noch bis zum 30. April 2014 unter www.jugendkulturpreis.de abgegeben werden. Also, gebt alles!